Puede picar, te puede llevar pa' Cañaveral. Te puede picar, te puede llevar pa' Cañaveral. Te puede picar, te puede llevar pa' Cañaveral. Te puede picar, te puede llevar pa' Cañaveral. Muchacho, no te asustes cuando veas al alacrán tumbando caña, al alacrán tumbando caña, costumbre de mi país, costumbre de mi país. Oye, muchacho, no te asustes cuando veas, oye, muchacho, no te asustes cuando veas al alacrán tumbando la caña. La la gran tumbando caña, costumbre de mi país, mi hermano. Costumbre de mi país, mi hermano. Cuando vayas al cañaveral y no encuentres caña pa' cortar, cuando vayas al cañaveral y no encuentres caña pa' cortar, no te vayas a asustar si te encuentras. No te vayas a asustar si te encuentras con el alacrán. Oye, muchacho, no te asustes cuando veas. Oye, muchacho, no te asustes cuando veas al alacrán tumbando la caña. Al alacrán tumbando caña. Costumbre de mi país. Costumbre de mi país. Que no te vayas a asustar si te encuentras el alacrán. El alacrán te puede picar, pero que tumba la caña con su cola. El alacrán también te puede tumbar a ti. El alacrán, alacrán, alacrán. Das der Hauptstadt von Portugal gewidmet ist, Lissabon.
Das Lied heißt Lisboa, so heißt Lissabon in Portugiesisch. Ich bin selber aus Portugal. Das Arrangement ist von Kurt Holzkämpfer, die Melodie von Aníbal Civilotti, der Text ist von mir. Ja, und das Lied wird, obwohl es Lissabon gewidmet ist, in Spanisch gesungen. Das ist so ein Produkt dieser Verschmelzung von, ja, von vielen Sachen. Lisboa, okay? Airosa, tierna y sutil, en la madrugada, pálido reflejo, sonriendo al pasar del ayer, entreabierta mañana, al rumor de un faro, ciudad de ojos alados, soñando enamorada. Vuelo de Sara a Londres, vestido de luz y sombras, y un río antiguo bajo tu piel, mujer. Rosa oscura y febril, anclada en un sueño, de noches embriagada, delirio sin dueño y sin fin, ventana sin paz, cual sirena cantando, su mar como puerto y amante fugaz, un vuelo de sal a Londres, vestido de luz y sombras, hay un río besando tu tez de miel, mujer. Man möchte gleich nach Lissabon oder Lisboa, aber davor musst du es nochmal auf Portugiesisch singen, dass wir uns dort zurechtfinden. Wir müssen nochmal ran, Alberto. Müssen wir? Wir müssen. Bist du sicher? Das Buen Vivir. Ich habe gehört, das nicht zum Buen Vivir. Naja, doch, das kommt darauf an, was wir jetzt machen. Denn meine erste Frage wäre auch etwas, was sehr
viel mit Buen Vivir zu tun hast. Du bist ja Energieminister gewesen und hast etwas gemacht, wo jeder sagen würde, das muss ein verrückter Energieminister sein. Du hast doch gesagt, du bist nicht nur ein verrückter Professor, du bist auch ein verrückter Energieminister gewesen. Du hast gesagt, das Erdöl muss in der Erde bleiben. Viele von Ihnen kennen vielleicht die Initiative Yasuni ITT. Da ging es darum, damals, als er Erdölminister war, dass Erdöl gefunden wurde im Amazonasgebiet von Ecuador. Und der Energieminister sagte, wir lassen das drin, wenn uns die Weltgemeinschaft dafür die Hälfte der zu erwartenden Gewinne bezahlt. Wie bist du, wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Die Idee ist nicht von mir. Die Idee wurde in die Zivilgesellschaft entwickelt. Ecuador exportiert Erdöl aus den Amazonasbecken seit August 1972. Und wir haben nicht die Entwicklung erreicht. Nicht nur das. Das Leben für die Leute in dem Amazonasgebiet ist schwer geworden durch die Förderung von Erdöl. Sind zwei ganze Völker ausgerottet. Tetetes und Sansawaris. Tetetes und Sansawaris. Im nördlichen Teil von unserem Amazonasgebiet. Damals war die Chevron Texaco, nur Texaco tätig und hat diese Arbeiten durchgeführt. Gab es eine große Umweltverschmutzung von Boden, von Luft, von Wasser. Die schwere Krankheiten wie Krebs haben großen Ausmaß genommen. Die Durchschnittsrate von Krebskrankheit in Amazonasgebiet ist 31%. Ja, in diesen Erdölgebieten. Auf dem nationalen Durchschnitt geht es auf 12%. Ja. Und wir wissen, dass diese Provinzen, Erdölprovinzen, Sucumbíos und Orellana, die ärmsten Provinzen des Landes sind. Durchschnittsrate Armut, Durchschnitt 80-85%. Obwohl dort immer Erdöl gefördert wurde. Ja. Das heißt, die Förderung hat ihnen nichts gebracht. Nichts oder sehr wenig. Oder viel an Armut, an Krankheit, an Gewalt und andere Probleme. Auf diese Gründe haben wir schon uns die Frage gestellt, warum fördern wir weiter Öl? Und irgendwann haben die Leute vor allem im nördlichen Teil die Texaco, die Chevron Texaco, vor Gericht gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Die Texaco ist vor Gericht gestellt worden. Und es gibt schon eine Anklage. Nicht nur eine Anklage, sondern ein Urteil. Ein Urteil gibt es da. Die Chevron Texaco muss was bezahlen. Fast 7 Milliarden Dollar oder etwas mehr. Und sie wehren sich dagegen. Ja? Und wir haben uns organisiert, diese Leute, die diese Anklage gestellt haben, zu helfen, zu unterstützen. Ja. Apropos, am nächsten Mittwoch, am 21. Mai, gibt es einen internationalen Tag, um die Leute, die diese Klage gestellt haben, zu unterstützen. Ich bitte euch, irgendetwas dafür zu tun. Twitter, Facebook, E-Mails. Es gibt eine Menge Informationen in dem Web. Da können wir machen. Dann gab es Leute von einem kleinen Dorf, das heißt Sarayaku. Es ist ein ganz kleines Dorf. Ich weiß nicht, ob irgendjemand davon gehört hat. Es ist so ein Dorf wie die kleinische Dorf, der gallische Dorf, der den Widerstand gegen die Römer geleistet hat. Ja? Die leisten immer noch Widerstand gegen die Erdölarbeiter, der Erdölunternehmen, die äquatorianische Regierung, die immer noch dort andringen möchte, auf jeden Fall möchte das Erdöl rausholen, ja, ohne die Bevölkerung zu befragen, ob sie einverstanden sind oder nicht, ohne Konsultation durchzuführen. Und die haben nicht nur Widerstand geleistet, sondern haben sich Ideen gemacht, wie konnte man ihr Leben besser gestalten. Ja? Also auch schon ein Vorschlag von Buen Vivir. Keine Frage, das einverstanden, das ist vollkommen Buen Vivir. Ja, die Ideen von Buen Vivir kommen sehr stark von dieser kleinen Gruppe von Menschen. Und was ist wichtig ist, wir haben uns gedacht, wir können etwas dafür tun. Nicht nur, dass wir diese,
diese Teil des Amazonasbeckens, ITT, zu schützen, sondern wir müssen auch etwas in der Richtung tun, damit nicht die Weltprobleme, die Umweltprobleme auf der Welt, Umweltprobleme in der Welt noch vergrößern. Man weiß jetzt, dass ungefähr zwei Drittel der bekannten Erdölreserven in Bonn bleiben müssen. Sonst werden wir größere Probleme haben. Das zwei Drittel der bekannten Erdölreserven müssen in Bonn bleiben. Ja? Wir haben gesagt, wir schlagen die Welt, diese Initiative Yasuni-ITT. Das war also ein Vorschlag, der von Ecuador aus in die Welt ging. Wie hat denn die, erstens der Präsident und zweitens die ecuadorianische Bevölkerung darauf reagiert? Der Präsident hat die Idee aufgenommen. 2007, ja klar. Rafael Correa. Ja, der hat das akzeptiert und hat die Idee in die Welt verbreitet. Das ist sein Beitrag, ja, das müssen wir anerkennen. Das war toll. Ja. Ohne seine Unterstützung wäre die Idee nicht in die Welt gekommen. Er konnte sagen, hey Jungs, wir brauchen das Öl, vergiss diese Idee, diese verrückte Idee, hier gibt es keinen Platz, wir brauchen das Geld. Aber er hat es dann nicht getan. Und die Bevölkerung? Die Bevölkerung am Anfang hat es nicht richtig verstanden. Ja, stellt euch vor, der Erdölminister sozusagen, schlecht für, da hast du schon gesagt, das soll nichts zu fördern, ja? Wie die Leute mich im Kabinett angeschaut haben. Der hat nicht alle Tassen im Schrank. Haben sie sich gedacht, das stimmt, ich habe keine Tassen im Schrank. Nicht alle Tassen, ja, das ist mir klar. Aber, keine Ölflaschen. Ja. Das Interessante ist, dass diese Idee im Ausland auch Fuß gefasst hat. Ja? In Deutschland vor allem. Die Deutschen haben gesagt, ey Jungs, wir helfen euch. Alle Parteien im Bundestag vertreten waren im Jahr 2008, haben sie sich dafür ausgesprochen. Das war noch die große Koalition. Ja, die erste Regierung von Merkel, von Frau Merkel. Und wir bekamen eine Nachricht am 5. Juni 2008. Der Deutsche Bundestag fordert ihrer Regierung diese Idee, dass Erdöl im Norden bleibt, zu unterstützen. War ganz toll. Ich war mehr als glücklich. Ich dachte, wir konnten uns ganz nah an die Utopie nähern. Weil das ist eine Utopie, eine echte Utopie. Ja? Mann, habe ich gesagt, das schaffen wir jetzt. Ja. Aber, wie es oft in der Welt passiert, gab es eine vernebelte Situation in der zweiten Regierung von Frau Merkel. Ich habe einen Herrn Nibel, der Knibbel, Entwicklungsminister, der dagegen war, der war eine, sagen wir am besten, eine vernebelte Situation. Ja? Das klingt viel besser, ja, und deutlicher. Und er hat recht einen Dolchstoß an diese Initiative gemacht. Hat uns den Wind aus den Segeln genommen. Ja? Und da haben wir schon angefangen, große Probleme zu haben. Nicht nur aus Grund von dieser Fehlentscheidung von Herrn Nibel, von der Regierung, zweite Regierung von Frau Merkel, sondern weil unsere Regierung keine richtige politische Strategie entwickelt hat. Ja? Und der Präsident hat nicht die richtigen Signale in die Welt gesetzt. Manchmal dafür, manchmal dagegen. Und da hat es nicht der genügende Vertrauen in die Welt verschafft. Und das war schade. Und wie ist jetzt der aktuelle Stand? Das ist ja jetzt schon einige Jahre her. Ja. Zuerst müssen wir da sagen, dass der Präsident diese Initiative sehr stark am Anfang unterstützt hat. Und ich hatte vor allem drei Argumente. Erstens müssen wir diese isolierte, lebende Völker schützen. Da gibt es in diesem Gebiet Yasuni-ITT, ich weiß nicht, ob hier irgendjemand eine Karte gesehen hat, das ist ein kleines Stück in den Yasuni-Nationalpark an Peru grenzend, wo auch zwei Völker existieren oder drei. Tarairis, Taromenanis und Yaminani, deren Leben Gefahr gerät, falls wir Erdöl fordern. Zweitens hat er gesagt, wir müssen diese Gebiet schützen aufgrund der höheren Biodiversität, eine sehr große Biodiversität. Ja, da gibt es einen einzigen Baum zum Beispiel, eine große Anzahl von Käfersorten. Käfersorten als in ganz Europa, Arten als in Europa. Ja, das ist unwahrscheinlich. Das ist eine Reserve der Pleistozän. Das wurde nicht von den, in dieser Eiszeit wurde nicht getroffen. Ja, das ist unwahrscheinlich schon, dass dieses Gebiet. Ja. Drittens, wenn wir das Erdöl nicht fördern, das bedeutet für uns eine Menge an Erdöl. Fast 30% unserer Erdölreserven, eine Milliarde Barrel,
Ja? Das bedeutet für die Menschheit nur 9 Tage Verbrauch. Dann wäre es auch weg. Das wäre auch weg. 9 Tage Verbrauch, ist alles weg. Aber wenn wir das Erdöl fördern, werden wir einen Kohlendioxidausstoß von ungefähr 410 Millionen Tonnen haben. Das entspricht dem Kohlendioxidausstoß von Brasilien jährlich oder von Frankreich. Und das wäre ein Beitrag, um die Welt nicht kaputt zu machen, die Natur nicht kaputt zu machen. Das wäre wirklich ein toller Beitrag. Aber am 15.08.2013, vor einem Jahr, etwas weniger als ein Jahr, der Präsident hatte gesagt, nein, die Welt hat uns in den Stich gelassen, wir brauchen das Geld. Das Problem ist, dass die Regierung alle diese Argumente, die benutzt hat und die Idee zu verteilen, von Tisch gefecht hat. Aber wie geht das? Du hast ja gerade sehr überzeugend gesagt, wie gut er argumentiert hat. Hat er jetzt gesagt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, oder, so ungefähr. Oder, das klingt sehr traurig. Das muss ja Politiker manchmal sagen. Ja. Aber das macht den doch nicht glaubwürdig. Ja, oder das macht er nicht glaubwürdig. Das Problem ist, dass viele Leute ihm geglaubt haben, dass die Initiative das Geld braucht. Oder nee, 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 dass die Initiative möglich ist. Und vor allem jugendlichen Leuten, Männer und Frauen, haben ihm geglaubt und gesagt, nee, Herr Präsident, wir werden bald diese Initiative verteidigen. Mhm. Und die haben sich organisiert in eine Gruppe von, in ein Kollektiv, heißt Yasunidos, vereinigt für Yasuni. Ja. Vereinigt für Yasuni. Yasuni, würde ich sagen. Mhm. Ja. Und die haben aufgrund der Rechte, die in der Verfassung existieren, nach einer Volksbefragung sich organisiert und haben Unterschriften gesammelt. Ja? Die Regierung war dagegen. Der Präsident, der im Jahr 2011 eine Volksbefragung organisiert hat und das Volk gefragt hat, ob wir weiter Stierkämpfe haben oder nicht, Corridas de Toros, ob wir dafür sind von Casinos oder nicht, hat er das gefragt. Will jetzt nicht über dieses Thema diskutieren. Mhm. Er fühlt sich nicht stark genug. Ja, hat eine gewisse Angst. Er kann diese Volksbefragung verlieren. Wir haben jetzt alle möglichen Sachen unternommen, damit die jungen Leute nicht an die Unterschriften kamen. Aber die haben die Unterschriften gesammelt. Mehr als 750.000 Unterschriften wurden gesammelt. Unter sehr schweren Bedingungen. Ja. Sie konnte nicht mal öffentlich auf die Straße gehen und die Unterschriften sammeln. Ja, das war schwierig. Und in einem großen Fest, in einem großen Karawan, haben sie die Unterschriften zum Ball nationale Wahlbehörde gebracht. Und dort wurden die meisten Stimmen, mehr als 400.000, annulliert. Aus ganz banalen Gründen. Ja? Es gibt auch doppelte Unterschriften. Es gibt schlechte Unterschriften, wahrscheinlich gefälschte Unterschriften, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aber viele wurden annulliert, weil nicht mit blau Kugelschreiber Unterschriften wurden, sondern mit schwarzen oder mit grünen. Weil das Papier, das Gewicht vom Papier nicht das Richtige war, weil die Formulare gefaltet waren und solche Sachen. 400.000 Unterschriften wurden annulliert. Ja? Und man versucht sogar jetzt etwas gerichtlich gegen diese jungen Leute zu unternehmen. Das ist also vorgeworfen, sie hätten was gefälscht. Gefälscht. Und das, das heißt, die Regierung versucht mit allen Mitteln, diese Initiative klein zu halten, obwohl sie selber einmal dafür war. Sie war sehr stark da vertreten. Ich habe hier in Österreich darüber gesprochen, vor ungefähr zwei Jahren, drei Jahren. Ich habe uns ganz tolle Ideen entwickelt, wie konnten wir das weitermachen in Österreich, in Deutschland. Ich war 2 oder 3 Mal im Bundestag gewesen, als normale Bürger, nicht als Mitglied der Regierung. Ja, und ich habe die Unterstützung auch bekommen. Aber die Regierung von heute auf morgen vergisst alle diese Argumente. Und das hat vor allem die Jugendlichen in Ecuador gestört und empört. Und die haben sich engagiert. Und diese Leute brauchen unsere Unterstützung. Und darum geht es jetzt. Darum geht es jetzt. Auch bei dieser Sammlung, die wir jetzt durchführen. Ja, das ist die Idee. Wir brauchen diese Unterstützung, damit die Leute sich besser organisieren und weiterkämpfen. Gut, das bringt uns, also das wäre eine... Noch was Wichtiges. Ja. Hier kommt etwas, was wir noch dazu sagen müssen. Erstens war die Idee, wir bitten die Welt um eine Kompensationszahlung. Das war am Anfang so gedacht wie ein Blackmail. Auf eine Erpressung. Eine Erpressung, ja, richtig wie eine Erpressung. Aber die Idee ist nicht wie eine Erpressung. Ihr gebt uns das Geld, wenn ihr uns das Geld nicht gibt, wir fördern das Öl, ist eure Schuld. Nein, so geht es nicht.
Es geht um ein Prinzip von Gerechtigkeit und von Verantwortlichkeit. Wir tragen eine große Verantwortung, all in der Welt, über die Umweltschäden. Ja? Aber es gibt diese Verantwortung, ist nicht gleich verteilt. Die reichen Länder haben noch eine große Verantwortung, eine Mitverantwortung, viel größer, und sind dazu gezwungen, hör mal richtig zu, etwas mehr zu unternehmen und die Welt nicht kaputt zu machen. Man spricht jetzt von einer globalen ökologischen Gerechtigkeit. Dafür hilft diese Initiative. Aber diese Ideen wurden nicht ganz klar verstanden von dem Präsidenten und von der Regierung. Und die Lage hat sich grundlegend geändert seit dem Jahr 2008, als wir die Verfassung veröffentlicht haben und vom Volk unterstützt wurde. Ja. Da kamen die sogenannten Naturrechte, die Rechte der Natur. Und jetzt müssen wir diesen Gebiet schützen, auch ohne eine finanzielle Unterstützung von außen. Die Frage ist ganz deutlich, eine politische Frage, aber eine ethische Frage. Wir müssen entscheiden zwischen Öl oder Leben. Und ich glaube, wir müssen auf jeden Fall für das Leben sein. Und das wäre dann weiterhin eine Initiative, die von Ecuador ausstrahlt und in anderen Ländern geht. Diese Initiative, vielleicht ist in Ecuador schon passé, Geschichte. Vielleicht, weiß ich nicht. Ja, das ist wirklich schade, für mich persönlich. Ja. Aber ich sehe, dass solche Initiativen zum Beispiel in den Kanarischen Inseln existieren. Die Leute haben sich organisiert, die haben unser Beispiel gesehen, und die jetzt versuchen sie, dass Erdöl nicht dort nach Erdöl gebaut wird. Das Gleiche geschieht in Nigeria oder in Kolumbien, in der Isla San Andrés. San Andrés. Und in anderen Teilen der Welt. Wir müssen richtig verstehen, mehr als 2/3 der Erdölreserven und Kohlenreserven können wir nicht verbrennen, wenn wir das Leben der Menschen nicht in Gefahr bringen. Das ist eine richtige Aufgabe. Und da muss es unsere gemeinsame Aufgabe, nicht nur vom globalen Süden, sondern vom globalen Norden. Wir müssen uns einigen, um das Leben der Menschheit zu retten. Gut, das meinte ich vorhin, als ich dich fragen wollte, du stehst ja auch in der akademischen Debatte, aber auch in der politischen Debatte für den Begriff Extraktivismus und Neo-Extraktivismus, über den du sehr viel geschrieben hast. Das heißt, die Frage, wie geht man mit den Ressourcen der Erde um? Vor allen Dingen auch in Ländern wie Ecuador, wie Bolivien, wo es ja Bodenschätze gibt und wo linke, progressive Präsidenten sagen, wir holen die raus, aber wir verteilen sie anders. Was sagst du als Volkswirtschaftler und als Politiker dazu? Im Prinzip, die Idee, diese Einkommen aus den Bodenschätzen besser zu verteilen, ist gut. Früher war das meiste Geld an die reichen Leute geflossen oder an die Multis und die Regierung habe nicht viel für das Volk übrig gehabt. Das hat sich etwas verändert und das finde ich positiv. Aber das ändert nicht an der Tatsache, dass wir weiterhin als Rohstofflieferanten bleiben. Das bedeutet, dass wir uns diese unterentwickelte Rolle weiter übernehmen. Gibt es kein einziges Land auf der Welt, das sich aufgrund von Erdölexporten sich entwickelt hat? Ganz reiche Länder gehören. Saudi-Arabien ist ein sehr reiches Land. Da gibt es keine Gleichberechtigung, gibt keine Pressefreiheit, keine Religionsfreiheit, gibt nicht mal eine Demokratie. Da gibt es einen König. Ja? Ein Königshaus und das wird von allen bestimmt, Autorität bestimmt. Ja. Was? Ist nur die Regierung, ja, die Leute, die zur königlichen Familie gehören, sind die reichen Leute und das bestimmt das Leben im Lande. Ja. Gibt es vielleicht ein Gegenbeispiel? Ein Gegenbeispiel, das wäre Norwegen. Norwegen fördert und exportiert Erdöl seit den Jahren 1974. Ja. Aber gibt es ein kleines Unterschied? Norwegen war schon ein entwickeltes Land, hatte eine starke und solide Produktionsstruktur, funktionierende Märkte, gab es eine große Gerechtigkeit in der Gesellschaft und die konnten auch aufgrund ihrer soliden Demokratie und Institutionen entscheiden, dass das Geld von Erdöl nicht sofort verbraucht wird, sondern für nächste Generationen. Das war ein tolles Beispiel. Aber in unseren Ländern das ist das schwer zu machen, weil wir brauchen das Geld, und die Leute aus der Armut zu heben. Aber das haben wir bis jetzt nicht geschafft. Darum sprechen wir
von der Notwendigkeit, uns in eine Transitionsphase, durch eine Transitionsphase aus dem Extraktivismus zu befreien. Man kann nicht von heute auf morgen diese Wollenschätze nicht benutzen. Ja? Aber wenn wir uns weiterhin als Rohstofflieferanten vorstellen, werden wir nicht mal Entwicklung schaffen. Weniger wollen wir. Ja. Aber dann könnte man auf die Idee kommen, nach deinem Vortrag, dass du sozusagen gegen das kapitalistische System eine wunderbare Idee des Buen Vivir setzt, die aber mit Begriffen wie Harmonie, Solidarität, Gegenseitigkeit arbeitet. Und da könnte man sich fragen, ist der Kapitalismus nicht so stark, dass er entweder, was er ja tut, das in sich aufsaugt und sagt, ja, wir haben auch Solidarität und Harmonie. Wo? Ja, sagen Sie, das ist eine gewisse Entwicklung seit dem Manchester. Ich habe euch ein paar Beispiele gegeben. Ich weiß. Die soziale Marktwirtschaft in Deutschland, wie funktioniert das? Die andere Frage ist, welche Kraft hat eine gute Idee, wie das Bonn wie wir gegen ein so starkes System und kräftiges und unterdrückerisches System wie der Kapitalismus? Soll das geändert werden? Dieses System, das damals vor Jahren, vor Jahrhunderten revolutionär war, ist heute reaktionär und schafft die Bedingungen für einen Selbstmord. Das, wie hat Karl Marx gesagt? Ich habe den Zitat nicht im Kopf jetzt, zu spät Freitagabend. Im Schoße der alten Gesellschaft wächst die neue, genau. In dem Sinne verstehst du Buen Vivir als etwas, was schon innerhalb des Kapitalismus wachsen kann. Wir müssen innerhalb des Kapitalismus etwas Neues entwickeln. Und das existiert schon. Das ist, was ich mir am meisten interessiert. Diese Ideen von Buen Vivir sind in die Praxis umgesetzt worden seit Jahrhunderten. Seit Jahrzehnten. Und daraus können wir Lehren ziehen und vielleicht einen Beitrag leisten, um aus dem Kapitalismus rauszugehen. Siehst du da Möglichkeiten auch in den reichen Ländern? Auf jeden Fall. Von diesem Buen Vivir, Indigenen zu lernen oder eigene Formen zu entwickeln? Oder wie kann man etwas von den Indigenen lernen, aber muss man eigene Formen entwickeln. Es gibt nicht nur ein globales Mandat, habe ich schon vorher gesagt, wir können uns nicht nach dem gleichen Muster organisieren. Das müssen wir anders machen. Also eine deiner Lieblingsbegriffe ist der, wo du auch vorhin selber gesagt hast, dass wir da immer noch keine richtige Übersetzung gefunden haben, ist diese Suffizienz. Ja? Ja. Wie würdest du sagen, dass das ein Ansatz sein kann in den reichen Gesellschaften, ein Umdenken im Schoße der alten Gesellschaft zu versuchen? Richtig, das wäre eine Möglichkeit. Aus dem Überfluss konnte mir den Weg zum Buen Vivir finden. So ein das europäische, österreichische, deutsche, französische Buen Vivir, ich weiß nicht. Ja. Aber jedes Land, jede Gemeinschaft muss ihre eigene Welt finden. Aber müssen wir ganz klar, es muss gewisse Grenzen geben. Wir können die Natur nicht kaputt machen. Die Natur hat Rechte, ist ein Subjekt, nicht ein Objekt. Und wir müssen die Armut abschaffen. Wir können nicht zufrieden sein, wenn wir als Ziel setzen, die Armut zu verringern. Das Ziel muss sein, keine armen Leute auf der Erde. Hier gibt es genügend Mittel für alle, damit wir alle ein würdiges Leben führen können. Ja? Und da müssen wir auch sehen, dass gewisse Grenzen für Opulenz zu setzen ist. Also wie kann es sein, Überfluss. Ja. Wie kann es sein, dass 85 Individuen ein großes Reichtum haben als Einkommen von 1,7 Milliarden Menschen. Was ist unmöglich? Das muss man ein Ende setzen. Und das wird also komplexe politische Fragen. Das heißt, es ist für dich nicht nur ein politischer Kampf, sondern auch ein Bewusstseinskampf. Ja? Politik hat mit Bewusstsein zu tun. Immer. Ja. Immer, mein lieber Freund. Ich muss dazu noch einmal loswerden, einen wunderbaren Beitrag von Alberto Acosta zur deutschen Sprache hier zu verkünden. Auf der zweiten Veranstaltung, die wir in München gemacht haben, haben wir auch schon über Suffizienz geredet und wir haben ihn vorher darüber diskutiert, wie man das übersetzt und so weiter und was man sagen kann. Dann haben wir ihm gesagt, sag doch das Gegenteil von Gier. Und am nächsten Tag in München haben wir dann gesagt, das Gegenteil von Habgier, das ist dann noch klarer. Also Suffizienz ist etwas, es reicht, keine Habgier. Und dann hat er den wunderbaren Versprecher gesagt, Halbgier.
Und ich finde, in diesem Halbgier, da steckt genau dieser Weg drin. Man kommt von der Vollgier zur Halbgier, zur Viertelgier, zur Achtelgier. Und irgendwann ist sie vorbei. Und wenn sich das durchsetzt, ich habe das schon vielen Freunden erzählt, plötzlich haben die alle, jetzt sind wir mal halbgierig. Ja, und also, dass man, das ist genau das, was du mit Bewusstsein meinst. Ja, ja klar, muss man die langsam selber kontrollieren. Aber das kommt aus der Überflussgesellschaft. Aus der Überflussgesellschaft kommt man. Diese Ideen von Wimbibir. Ja. Gemeinsames Zusammenleben, ja. Ja, gutes Leben. Zusammenleben, gutes Leben, kommt von armen Gesellschaften. Ja, das ist das Interessante. Das ist interessant. Und da können wir die Wege irgendwie in Verbindung bringen. Ja. Dafür spreche ich von einem globalen Dialog. Ja. Ja. Ich habe in diesen Reisen sehr viel gelernt. Ja. Und ich hoffe, ich habe euch ein paar Impulse gegeben, weiter zu diskutieren. Ja. Aber jetzt kommt die Musik. Jetzt reicht es. Suffizienz, und jetzt kommt das Buen Vivir in seiner reinsten Form. Danke, Alberto. Ja, diese ITT-Yasuni-Initiative ist ja in der internationalen Politik ein Paradigmenwechsel gewesen, oder ist es immer noch? Und das ist ein Glücksfall für ein Land, das so eine Bewegung wie die Yasunidos hervorbringt, die so viel Mobilisationskraft entfalten kann. Und um diese Kraft noch zu unterstützen und auch die Bedrohung durch Kriminalisierung und den Kampf gegen diese Kriminalisierung zu unterstützen, bitten wir euch um Unterstützung. Wir machen das immer wie in der Kirche. Es tut uns leid, aber das ist effektiver. Wir lassen Körbchen durch die Reihen gehen und da kommt auch was Substanzielles. Also es ist heute viel Licht, normalerweise ist es dunkel. Aber nee, das ist klar, selbstverständlich. Also der Benny, ich weiß nicht, ob er das sich noch dran denkt, dem habe ich gebeten, die zwei Körbchen. Ah, da, natürlich, Entschuldigung. Ich habe dich nicht gesehen, ich habe schon gedacht, schon vergessen. Nein. Einfach. Ja, danke für die Unterstützung. Und jetzt Anibal Civilotti sagt das die nächste Achse. Lied an. Die Achse. Ja, machen wir es. 1, 2, 3, 4, 5.